Hallihallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von der Präsentation der neuen Maschinen im Landwirtschaftssimulator 19. Ja, wir sind hier auf der offiziellen Giant-Seite. Ja, hier sehen wir das Erscheinungsdatum, 20. November 2018. Dann halt auch das Spiel Windows. Und halt 35 Euro soll das Spiel kosten. Missanforderungen gehe ich jetzt mal nicht durch. Könnt ihr euch angucken. Ich gehe da nicht durch, weil ich ja eigentlich selber nicht. So vielleicht. Hier Windows 7, Windows 8, Windows 10. Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher. Ja. Und so von den ganzen Grafikkarten so. Nicht mal andersweise. Aber kommen wir mal direkt zu den Maschinen. Fangen wir mal beim Akkukonzern an. Hier haben wir den Fendt, eigentlich Fendt Ideal. Ja, wobei, doch, sieht nach dem Fendt Ideal aus, nach der Seitenaufschrift. Wird zum MF geben und ich tippe mal auch von Challenger, weil, ja, die haben noch am ehesten was von den mir bekannten Akkumaschinen mit Mähdreschern was tun und ja, hier sind nur zwei bekannt. Dann halt zwei Getreideschneidwerke, so wie es aussieht. Aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass irgendwann ein Normalschneidwerk eventuell kommt. Und Gewichte. Also das tippe ich mal, könnte hier vielleicht kommen. So, auf jeden Fall ein schöner, großer, dicker Drescher. Ja, wenn man mal weit im Spiel vorangeschritten ist. Dann Bettner. Ein ja, neuer Hersteller, beziehungsweise für den, der nicht das Big Bad DLC hat, ist es auf jeden Fall ein neuer Hersteller. Ja, biete ich ihn grober, weil, da ich es mir schon mal so ein bisschen angeguckt habe, Kapazität 3000 Liter. Das heißt, ich tippe mal, dass man auch etwas wie Ölrettich oder. Wobei. Grober. Also, sag mal. Wahrscheinlich kann man noch mal ein bisschen Dünger noch zusätzlich mit auf die Felder bringen. Weil es sieht doch irgendwie im Fronttank da vorne oder so aus. Zumindest vom gesamten Gerät. Dann. Ja, Bredal, das passt ja doch. Hier haben wir einen Tandem-Düngerstreuer. 12 Meter Arbeitsbreite, 16.000 Liter Fassungsvermögen. Und das ist auch nicht das letzte Gerät. Bredal kennen wir ja schon. Ja. Capello ist ebenfalls wieder mit dabei. Mit ich habe es nicht genau durchgezählt, aber ich schätze mal irgendwie 20 Reihe. 20 Reihe Maispflücker. Das können wir jetzt mal. Ne, 20 Reihen sind es nicht. Warte. Das sind 16 Reihen. Wo ich das weiß. Das kann man sich einfach rausrechnen. 1,5 Meter Arbeitsbreite sind 2 Maisreihen und ja. 10,5 hat der 1100er und das ist ein 14-Reiher. Ja, von Capello werden wir noch was sehen. Dann haben wir Case. Und zwar den Optum, den Quadrack und hier wird noch was kommen. Was eigentlich auch Sinn ergibt, weil mir fehlt noch der Case Puma. Der fehlt mir noch und ich kann mir gut vorstellen, dass dann noch Drescher und so bestimmt noch kommen werden. Dann ein Böck, von denen kennen wir bisher einen Striegel. Wahrscheinlich wird es einen anderen auch geben, aber sonst weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ein Böck sonst noch so irgendwie im Sortiment hat, außer halt Striegeln. 12 Meter Arbeitsweise, 95 PS. Ah ja, dann habe ich jetzt auch nicht geguckt. Ja, Optum 288 bis 333 PS. Ja, Quadrack 525 bis 692 PS. Und wenn wir erstmal gucken, ja, die wird es auch in verschiedenen Größen geben. Hier halt nochmal die verschiedenen Arbeitsbreiten. Okay. Das sehe ich gerade den Unterschied nicht.
Sollen wir eine Arbeitsweise, anderes Modell? Kann das eine nur das eine aufnehmen und das andere das andere? Kann man das hier so halbwegs. Ja, wahrscheinlich ist eine wahrscheinlich ein eingebauter Schneidwerkswagen. Wo ich dann noch vergesse. Dann der Elmer Holmaster. Ja. 400 PS Leistung wird benötigt. 46.000 bis 70.000 Liter Fassungsvermögen. In Blau hier aufgelistet. Aber wir wissen, gibt es auch in Grün und Rot. Sprich, es wird ihn in einer Farbauswahl geben. Und entweder ist komplett frei oder es gibt nur diese drei Farben. Dann Fendt dürfte jeder kennen. 700 Vario, ein mittelgroßer Traktor. 165 bis 240 PS, Geschwindigkeit 50 PS. Also von der 700 Vario-Reihe würde ich mir noch TMS wünschen. Weil ich bin nicht der Freund von den modernen Fans. Und das rede ich von einer großen Raupe, 492 bis 646 PS, 40 km/h. Von Fendt wird noch was kommen. Und ich hoffe echt, dass er ein paar Fendt Favorites und Fendt Vario TMS mit ins Spiel kommen. Weil, und sehe ich mich ganz echt keinen Grund, sich wirklich in der Fendt-Maschine zu holen, weil ich bin eigentlich auch sowieso nicht der allergrößte Fendt-Fan. Dann Fliegel. Fliegel, ein Ballenwagen, hier werden wir noch was sehen. Ja, im Angebot haben sie ja schon mehr als genug. Vielleicht noch einen Ballenwagen oder halt einen Abschiebewagen zum Häckseln oder Korntransport. Das nur so kurz gefasst. Dann. Warte, da will ich jetzt gucken, hat er noch irgendwelche. Ja, da gibt es keine Detailinfo. John Deere 8R, ein Großtraktor. 280 bis 445 PS, 50 km/h schnell. Und da frage ich mich jetzt auch, welche Fahrzeuge umfassen die AR8R-Serie? Weil 280 PS bis 435, da ist ein schon ein ordentlicher Unterschied. Also können wir ruhig in die Kommentare schreiben, was. Welche Modelle das so umfasst, ich habe da keine Ahnung. Dann John Deere Mähdrescher 387 PS, 40 km/h Geschwindigkeit, damit für Drescher sehr schnell. 10.000 Liter Kapazität, auch kein kleiner Drescher. 7,6 Meter Arbeitsbreite, hat sein Getreideschneidwerk, 6 Meter sein Maispflücker und wir haben noch ein Gewicht und wir werden noch was sehen, sprich, wahrscheinlich ein Träger. Noch ein neuer Dreher-Häcksler haben sie im Angebot. Sämaschinen. Weiß ich. Also, John Deere ist auf jeden Fall ein großer Hersteller und die werden auf jeden Fall die Zeit ausnutzen. Dann. Garant. Korte. Ja. Hier haben wir erstmal einen Feldrand-Container. Hier werden wir noch was sehen und. Ja. 50 PS werden scheinbar benötigt. Ja, 55.000 Liter Kapazität. Also damit lässt sich bestimmt was anfangen. Kuhn. Haben wir halt die Feldspritze. Für Pflanzenschutz. Von Kuhn werden wir noch was sehen. Wahrscheinlich Mähwerk. Also, ja. Also ich würde mir gerne wünschen, irgendwie. Aus dem Kuhn-DLC. Das Mähwerk und der Zeder. Das sind so die beiden Dinge, die ich mir auf jeden Fall noch vom Kuhn hier wünschen würde, die mir jetzt auch einfallen. Was wir haben. Gut, und mehr, vielleicht passendes Frontmähwerk. Sonst, was mir jetzt spontan vom Kuhn einfällt, was ich gerne haben würde. Deswegen. Dann, weltbekanntes Lizard, die Eigenmarke. Hier, den Truck. Den ist schon mal im Titanium Add-on des LS13 gab. Also ähnlich.
620 PS, 80 km mal schnell. Ja, die. Diesmal kann man halt den Anhänger abkurbeln, ja, Auto, und es wird was kommen. Da kann man eigentlich immer noch davon ausgehen, dass sie mehr als genug im Angebot haben. Dann Manitou, wenn auf jeden Fall mehr als ein Gerät im Angebot haben. 129 PS, 40 km/h. Im schwarzen, ja, Frontzielladerarm. Dann für mich auf jeden Fall ein neuer Hersteller, Samsung Agro. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, kann es nicht auch mal irgendwie mit Titanium weiter umgehen. Ich weiß nicht, ob es einen Hersteller hatte und ob es Samsung war. Wenn ja, ist es ein Comeback. Ansonsten kann sich die Marke als komplett neue Marke präsentieren. Dann benötigste Leistung 220 PS, 25.000 Liter Fassungsvermögen. Einen Kuba, 7 Meter Arbeitsbreite. Das ist mehr als vom Zunahme. Zunahme aus dem Fläs. Jetzt bisher schon die 115 PS. Dann die Möglichkeit Schleppschläuche, 36 Meter. Ja, ich glaube, damit kann man gut Flächenleistung machen. Und hier werden wir noch was sehen. Wahrscheinlich noch ein kleineres Gülle, fast kann ich mir irgendwie vorstellen, weil ein Hersteller, dem kann ich so vom Namen her nichts anfangen. So, da wird bestimmt noch irgendwas Bestimmtes noch kommen. Federstart. Hier sehen wir um die Maissee-Kombi. Ja, selbst mit Arbeitsbreite, ein bisschen Fangsvermögen. Und dieses Gespann hier würde man auch irgendwie von Amazon wünschen. Ich weiß, dass sie eins haben, aber dann vielleicht als 12-Reihe. Weil ich finde einfach irgendwie die Kombi ist geil, und das EU aus unserer Gegend arbeitet mit solch einer Kombi von Amazon. Dann hätten wir noch ein weiteres Nassliegerät. 14 Reihen. Kann es legen, benötigt 300 PS. Saatgutkapazität von oder Sichtkapazität 6560 Liter. Ist am Ende aufgeteilt, ist die Frage. Ja, und ist mir auch beim ersten Mal gucken aufgefallen ist, Einzelkorn-Sät-Technik. Entweder eine Sämaschine anders bezeichnet, oder die sind auch nochmal in eigene Kategorien unterteilt, sprich Kartoffel-Legerät, Getreidesämaschine oder die Einzelkorn-Sät-Technik für Mais und so. Dann eine meiner Lieblingsmarken aus dem LS, Valtra. Kompakttraktor. Entweder Kompakttraktor ist noch eine eigenständige Klasse oder ist einfach die kleinste, die es dann gibt. 145 bis 201 PS. Ich glaube, da haben sie noch ein Modell in die dort mit eingeführt. 5 km/h schnell. Valtra wird noch mehr kommen. Ja. Also, mit Valtra habe ich bisher hier im LS nur gute Erfahrungen gemacht. Also, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, die Valtra-Maschinen. Meiner Meinung nach auch sehr schick in Schwarz. Dann Wilson Trailer. Ein Anhängermarkt. 6000 Liter Fassungsvermögen hat den entsprechenden Anhänger des Trucks. Von dem werden wir noch was sehen. Schickt noch drauf ein oder andere Gerätlein bzw. Anhänger. Ja. Also, was mir jetzt irgendwie gerade auffällt, man konnte ja damals im Gamescom Trailer eine Hardy Feldspritze sehen. Die ist hier schon mal nicht aufgelistet. Und Krone. Krone mit dem Big M. 450. Die sind gleich mal nicht aufgelistet. Dass von Krone mehr als nur der Big M kommen wird, das will mir irgendwie klar sein. Ja, auch eine Enttäuschung. Hardy. Gut. Vielleicht will man das nur für später einfach aufbewahren. Ja. Also das war jetzt so mal der erste Einblick der Maschinen. Stand 7. September. Ja, und mal sehen,
wie sich sie noch entwickelt, was wir noch sehen werden. Auf jeden Fall von jeder hier bisher gezeigten Marke wird noch was kommen. Also, da bin ich mal ehrlich gesagt ziemlich gespannt. Ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.